Wir können uns an kein Saisonende in der Landesliga Südost erinnern, an dem es ähnlich eng zuging wie in diesem Jahr. Drei Vereine am Tabellenende trennten nur 3 Punkte. Der FC Tücking hatte sich vor Wochenfrist mit einem Sieg über Aufsteiger Eckenfelden zwar auf den letzten Relegationsplatz gerettet, lag aber mit 33 Punkten nur einen Punkt vor dem SV DJK Rosenheim. Zum letzten Spiel kamen die Landkreisnachbarn aus Ampfing ins Bayerl und Demelhuber Stadion am Wasserschloss nach Tücking, das der Fanclub besonders gestaltet hatte. Gemeinsam wollten sie es schaffen, den Relegationsplatz zu halten. Das schien durchaus möglich, da auch der TSV Ampfing auf Relegationsplatz 14 stand. Sie hatten die ganze lange Saison über nur 5 Tore mehr erzielt als die Gastgeber, aber genauso viele kassiert, nämlich 58. Dass das Saisonende so spannend war wie nie zuvor, sah auch Sportdirektor Klaus Meyer so. Ja, das ist richtig. Wir haben in der Vorrunde ja nur 12 Punkte gehabt, das ja auch verschiedene Gründe gehabt hat. Viele, viele Verletzte, Corona und. Das wird alles mit in das System reingespielt. Wir haben natürlich verletzte Spieler, die dann trotzdem gespielt haben, obwohl sie angeschlagen waren. Dann kommt sowas raus. Gell? Jeder sagt, von der Mannschaft her müssen wir oben mitspielen, aber man ist da eines Besseren belehrt worden. Aber wir haben 12 Punkte gehabt im Winter und haben also jetzt 33 Punkte. Und der Trainerwechsel hat Früchte getragen mit dem Christian Hutterer. Und ja, wir sind froh, dass wir überhaupt noch in die Situation kommen, am letzten Spieltag hier tatsächlich in die Relegation zu kommen. Das hat uns keiner mehr zugetraut. Im Winter waren wir ja schon für viele abgeschrieben. Tücking ist schon abgestiegen. Wir machen es jetzt nochmal spannend und schauen wir mal, was heute noch rauskommt beim Spiel gegen Ampfing. Sogar Kastel hat noch Chancen, die viele schon abgeschrieben haben. Ja, die haben deswegen Chancen, weil wir das Spiel gegen Holzkirchen leider absagen müssen, personalbedingt. Und da gibt es den Paragraphen, wo ja vor 4 Jahren die Situation war, da hat einer 3-0 verloren. Das Hinspiel und das Rückspiel haben sie dann abgesagt, weil dann verliert man ja nur 2-0. Und somit ist dieser Verein damals in der Liga geblieben und die anderen sind abgestiegen. Und darum hat man diesen Paragraphen eingeführt, den ich vorher auch nicht gewusst habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir sind da belehrt worden und wir haben es heute selber in der Hand. Wir brauchen nur gewinnen, dann haben wir den Relegationsplatz sicher. Viel Erfolg für heute und dann hoffentlich in der Relegation. Vielen Dank und möchte mich zum Saisonende noch bei Mühldorf TV bedanken. Lieber Josef Pöllmann, du hast hervorragende Arbeit geleistet und wir freuen uns aufs nächste Jahr mit dir wieder zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Die äußeren Bedingungen waren bis auf den böigen Wind ideal. So kamen über 550 Zuschauer ins Stadion. Sogar Gäste aus Kanada wollten dieses Entscheidungsspiel miterleben. Die Leitung des Spiels hatte Fabian Kilger vom TSV Maut. Die Gäste ganz in Weiß stießen von rechts nach links an, Tücking ganz in Gelb begann mit dem Wind von links nach rechts. Während der Fanclub diesmal lautstark die Richtung vorgab. Die Innstädter überraschten die Isenstädter schon in der 3. Minute. Die Ecke köpft Thomas Breu nebens Tor. Dann zieht sich Thomas Breu eine Zerrung zu und muss das Spiel verlassen. Für ihn kommt Manuel Schweighofer. Freistoß Ampfing. Tücking klärt vor Anel Salibasic. Ecke Tücking. Irfan Selimovic trifft den Ball nicht, den Christoph Buchner dann in die Maschen jagt. 1-0 für den FC Tücking in der 11. Minute. Der Jubel zeigt die Erlösung und die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Dann minutenlang ein Hin und Her im Mittelfeld ohne Chancen für eine der Mannschaften. Tücking mit Manuel Schweighofer über links, Ampfing klärt zur Ecke. Die faustet Ampfing Schlussmann Domen Bosjak zurück ins Feld, wo sich Philipp Hoffmann den Ball erkämpft und ihn übers Tor jagt. Simon Hefter drischt die Kugel einfach mal nach vorn, wo sich Berat Uzu nicht gegen Birol Karatepe durchsetzen kann. Tücking über links, Bobenstädter schießt Oliver Weichhardt an, Karatepe kann abwehren. Uzuns zweiten Versuch hat Bosjak sicher. Tücking bestimmt das Spielgeschehen. Nach Freistoß versucht Urban Halozan Irfan Selimovic zu schicken. Andreas Bobenstädter kommt nicht dran und macht Selimovic den Weg frei. 1-1 Ausgleich in der 34. Minute. Die Enttäuschung auf Tückinger Seite groß. Tücking will gewinnen.
Schweighofer läuft aber in die Abseitsfalle der Gäste. Wieder Ampfing. Theodor Popas Flanke köpft Daniel Ziegler weg, bekommt aber den Ellbogen von Oliver Weichert ins Gesicht, der dafür gelb sieht. Er kann nach Behandlung weiterspielen. Langer Ball in die Spitze. Tückings Schlussmann Lukas Schanzer zu weit draußen. Christoph Buchner klärt zur Ecke. Die ändert nichts am Spielstand. Tücking jetzt zunehmend unter Druck. Mit 1:1 geht's in die Pause. Die Gastgeber kommen früh aus der Kabine. Christian Hutterer hat auch da noch Anweisungen für seine Leute. Er ersetzt Philipp Hoffmann durch Stefan Denk. Gäste und Schiedsrichter lassen sich Zeit. Weiter geht's. Jetzt Tücking gegen den noch immer kräftigen Wind von rechts nach links. Dann entwischt Goran Divkovic Buchner und Ganghofer, verzieht aber. Tücking bekommt den Ball nicht weg und Oliver Weichert haut einfach mal drauf. Schanzer ist zur Stelle. Ampfing erhöht den Druck. Abstoß Tücking. Der eingewechselte EDI-Kagbon senzt Andreas Bobenstetter so um, dass der behandelt werden muss. Er kann aber weitermachen. Den Stress der Beteiligten zeigt Gästetrainer Rainer Elfinger. Er lässt sich auch durch eine gelbe Karte nicht beruhigen. So schickt den Schiedsrichter Fabian Kilger mit Gelb-Rot auf die Tribüne. Nach Freistoß schickt Michael Stepan Daniel Thoma über links. Der flankt auf Ikagbon, der Lukas Schanzer keine Chance lässt. 1:2 in der 70. Minute. Ampfingsjubel groß. Freistoß Tücking. Bosjak kann nicht festhalten. Der Ball kommt über mehrere Stationen zu Ikagbon, der querlegt auf Daniel Thoma. Schweighofer, Savarese und Schanzer können den Rückpass auf Ikagbon nicht verhindern. Der einschiebt zur 1:3 Führung für Ampfing. Ihre Freude kennt keine Grenzen. Christopher Scott versucht seine Leute trotz Rückstand 17 Minuten vor Schluss nochmal anzutreiben, während der Fanclub immer leiser wird. Zwar versuchen die Gastgeber das Ergebnis zu korrigieren, können aber die Abwehr der Gäste nicht mehr überwinden. Den, wenn man so will, krönenden Abschluss bringt dann ein Eigentor. Ecke Tücking. Andreas Bobenstetter behindert Lukas Schanzer so, dass der Ball hinter der Linie landet. 1:4 in der 85. Minute. Der Schlusspfiff besiegelt dann nach 8 Jahren Tückings Abstieg aus der Landesliga Südost in die Bezirksliga. Da auch der TSV Kastel sein Spiel gegen Bruntal verloren hat, steigen beide Altöttinger Mannschaften ab, während sich der SV Erlbach nach oben verabschiedet hat in die Bayernliga. Die Landesliga Südost in der kommenden Saison also ohne Vertreter aus dem Landkreis Altötting. Wir möchten uns bei allen Verantwortlichen des FC Tücking für die vielen Jahre bedanken, in denen wir sie begleiten durften und hoffen, dass wir sie bald wieder in der Landesliga sehen werden. Bis dahin wünschen wir dem Verein alles Gute und viel Erfolg beim Neustart.